So, heute habe ich wieder seinen Fall. Gegen meinen Willen ging alles, was da die Willkür, das Streben des Menschen ist, kann manchmal etwas geschehen. Updates werden konfiguriert. Das heißt, ohne dass ich das wollte, bitte schalten Sie den Computer nicht aus. Und jetzt kann es dauern, dass man einfach im Streben der Sehnsucht queruliert wird. Durch zum Beispiel hier die Hochtechnologie. Manchmal kann es aber auch sein, durch andere Menschen, die einen was antun wollen oder nicht fortkommen lassen. Und so passiert es auch mit Hoheiten der Erde, von Regierungschefs bis Präsidenten oder Ministerpräsidenten, dass sie manchmal korreliert werden. Und zwar zeige ich das, wie man das heute in den Medien macht. Ich habe hier von einer ganz normalen, also herkömmlichen Enzyklopädie rausgeschrieben, also rausgedruckt, wie Vanitas, Eitelkeit, Paraphilie, Nekrophilie getrieben werden kann gegen einen Menschen. Man nimmt zum Beispiel Symbole, die gegen die Tugendhaftigkeiten und gegen die Kameradschaft des Menschen, gegen die Liebe verstoßen, gegen die Heraldik, gegen alles, was auf Fahnen, auf Flaggen und auf Wappen als gut geheißen wird, genau das Gegenteil. Zum Beispiel leere Schein, Nichtigkeit, verstehst, oder Eitelkeit. Da, woraus kommt symbolisch Lüge, Prahlerei, Misserfolg oder Vergeblichkeit des Seins? Also, wo man sagt, das Vergängliche wird herausgestrichen, das Leichenartige, durch weiße Fliesen, durch Spiegeln und so weiter, durch Klein darstellen, durch Grau darstellen wie eine graue Maus, verstehst? Durch krank darstellen, durch marot darstellen, durch dekadent darstellen, verstehst? Das kommt ja schon im Buch Kohelet im Alten Testament vor. Alles ist eitel, es nützt eh nichts, verstehst? Nichtig, die Nichtigkeit, die vollständige Nichtigkeit, das Herunterputzen. Und das heißt, man zeigt, dass kein Mensch dir helfen kann, dass er ein Egoist ist, dass halt die Natur sich gegenseitig auffrisst, die Spinnweben, die giftige sich einhüllen und der Tod erscheint, dass man das Leben nicht in Gewalt hat, dass das Leben sowieso abläuft wie eine Sanduhr, wie eine aufgezogene und alles vergeblich ist, dass kein Aufstreben möglich ist, dass das Leben halt ein Konflikt ist und dass man gedrückt ist, verstehst? Die Eitelkeit. Und dann kann ich sagen, das Leben ist ein Windhauch, eine leere Hülle. Ein Nichts. Alles fließt schnell wieder auseinander. Man kann nichts halten, man kann nichts anordnen. So wie Befehl oder das ist keine Wirklichkeit. Es ist nicht Dauer, es ist alles von Flüchtigkeit. Man kann nichts rechtfertigen und richtigstellen. Denn es ist alles Richtigkeit, Nichtigkeit. Es zerläuft alles, was man sagt, in der Befehlshierarchie ins Null. Verstehst? Und das Lebendige kann man nicht festhalten. Und keine Bilder. Verstehst du das Abbilden von Ablichtern? Das ist genau das, wo man einen Menschen am meisten schädigen kann. Also, wenn man das Ablichten, die Vorbereitung oder die Nachbereitung einer Rede ablichtet, also die Pause, die Nachfolge oder die Zwischenpause und nicht die Rede selbst, und dass man den, den man ausfragt, nicht reden lässt, sondern immer unterbricht und nur Frage stellt, Suggestivfragen, wo nichts rauskommt. Und im Bild steht immer nur das Schlechte, das Verfängliche darstellt und alles, was an aktivem Aussagen kommt, schneidet raus.
und nicht den Menschen, den Haupt, als Haupt, verstehst, Subjekt, als Protagonist darstellt, sondern der, der ihn darstellt, wird überbetont groß dargestellt, verstehst? Also das Bild im Bild im Bild, das ist sehr gemein. Und das wissen die Kameraleute genau, was sie tun, weil das lernt man in jeder Filmakademie, das lernt man überall, verstehst, dass man das ja nicht tun darf. Und die haben das, also schaut aus, willkürlich, so nach Bedarf die Nichtigkeit gespiegelt, verstehst, dreifach. Und dann mit mehreren Hunderten von solchen, du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Was dieser heute baut, reißt jeder morgen ein. Wo Itz und Städte stehen, wird eine Wissen sein. Auf der einen, Schäfers Kind wird spielen mit den Herren. Was Itz und prächtig Blödsinn bald zertreten werden. Was Itz also pocht und trotzt, ist morgen Arsch und Bein. Nix ist ewig. Kein Erz, kein Marmorstein. Jetzt lache das Glück von an, uns an, bald donnern die Beschwerden. Die hohen Daten rum, muss wie ein Traum vergehen. Sollte das Spiel der Zeit der leichte Mensch bestehen? Ach, was ist alles dies, was wir für köstlich achten? Als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind. Als eine Wissenblume, die man nicht wiederfindet. Noch will, was ewig ist, kein einzig Mensch betrachten. Und jetzt schauen wir mal, was da geschieht. Ein leeres Wasserglas und überbelichtete weiße bleiche Gesicht, das ein bisschen krank abgelichtet wird, also krank gemacht durch die Ablichtung der Überbelichtung und der Graustufen und so weiter, Weißabgleich. Dann Grabblumen mit Fahne, ganz klein und lässig und so, sarkophagähnliche Fliesenpaläste. Und genau das ist dargestellt, das Spiegeln von, mit Fliesen oder Glasscherben oder leeres Glas ist Symbol für Tod, verstehst? Für Machtlosigkeit, für Prahlerei, für Vanität, für Eitelkeit, für Falschheit, verstehst? Und das Brillentragen und die Überbelichtung, das Glas spiegeln lassen durch die Kameratechnik, verstehst? Und genau das alles wird zur Schnecke gemacht und die Machtinsignien missbraucht, verstehst? Statt Adler, ein grauer Vogel. Statt mit Volk sprechen, mit einem kleinen, eingesperrten, gestutzten Wellensittich Gespräche führen und den Präsidenten dabei ablichten. Verstehst? Und damit macht man ihn zur Sau, verstehst? Und gestern hat mir ein sehr netter Bursch aus Österreich geschrieben, der Peter, ja, die haben halt keinen Geschmack. Das stimmt nicht. Die werden geputscht, verstehst? Und das geschieht in den Zeitungen auch. Nur in den Zeitungen über Jahre oder Jahrzehnte. Völkerhass, Genoziden triggern, verstehst? Die alten Menschen, die über 70 sind, die wissen genau, was ich meine. Die sagen jeden Tag, ja, sie haben recht. Verstehst? Aber die Jungen wissen das nicht, weil sie schon hineingeboren sind in diese Dekonstruierung von Wahrhaftigkeit, in die Desinformation. Ja, so könnte ein Bundespräsident auftauchen. Aber nicht nur mit einer Symbolik, zum Beispiel hier dieser mesopotamische Garten Eden angedeutet, verstehst, so eine Oase, sondern könnte man von vielen Kulturen, Völkern so ein Hintergrundbild haben, ein schönes. Und von Ehren, von Erntezeit und so weiter, für eine Kandidatur, für einen Präsidenten, verstehst. Was glaubst du, warum Barack Hussein Obama so beneidet wird wegen seiner Ikonografie, weil er sehr gekonnt beschützt wird durch das Volk, weil sie ihm das beimessen, zum Beispiel eine Ehre, einen schönen Vogel oder eine Gruppe von Stäben, die genau die Macht repräsentieren und zwar gezielt und nicht übertrieben, sondern passend. Gute Berater.